Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und Standort Berlin heißt, hier in Berlin gibt es nicht nur Unternehmen und Unternehmerinnen und Botschaften, sondern es gibt auch ganz viele Stiftungen. Eine davon ist die Stiftung Marktwirtschaft. Und wie der Name sagt, kümmert sie sich um die Einhaltung der Marktwirtschaft. Ich vermute mal auch der sozialen Marktwirtschaft. Darüber will ich heute reden mit Professor Justus Haukapp. Herzlich willkommen. Ja, schön, Sie sind ein Mitglied in dieser Stiftung Marktwirtschaft und kümmern sich um die Marktwirtschaft und ich vermute mal, wie ich es ja schon in der Anmoderation gesagt habe, vor allen Dingen um die soziale Marktwirtschaft. Das ist völlig richtig. Also Marktwirtschaft in Deutschland ist ja eigentlich immer soziale Marktwirtschaft. Ja, sagen Sie so leichtfertig. Manche sagen, das ist rüde Marktwirtschaft. Das sagen brutale Marktwirtschaft. Manche, so. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, haben wir ja ein ganz vernünftiges Sozialsystem in Deutschland. Und von daher verstehen wir Marktwirtschaft als soziale Marktwirtschaft tatsächlich in der Stiftung Marktwirtschaft. Aber wir setzen uns insbesondere auch für die marktlichen Elemente der Marktwirtschaft ein. Also das tatsächlich. Jetzt haben Sie so viel auf Marktwirtschaft gesagt, ganz durcheinander bringen. Sie sitzen da wunderbar am Gendarmenmarkt. Besser kann es nicht sein. Immer einen schönen Blick. Ne? Ja, genau. Das ist ein relativ kleines Büro eigentlich von Mitarbeitern, die dort sitzen. Ansonsten gibt es eine Reihe von Professoren, die sich dort engagieren und auch Unternehmern und verschiedenen. Und das ist schon richtig, wir machen uns dann stark durch verschiedene Studien und auch öffentliche Veranstaltungen für Ideen wie Wettbewerb. Und eine dieser ganz neuen Studien habe ich hier in der Hand. Neustart in der Energiepolitik jetzt. Und jetzt ahnen Sie natürlich schon zu Hause, was kommt, weil nämlich der Bundestag letzte Woche das EEG beschlossen hat, das kein Mensch versteht. Sie wahrscheinlich verstehen es. Ja, obwohl das relativ die diffizil ist, muss man Seiten, sagen. Haben Sie erklärt. 96 Seiten, das ist ja relativ kurz im Vergleich zu allen anderen Publikationen. Wie lange sind, rund um EEG. Sind denn Ihre Bücher sonst? 400? Also der Kommentar zum EEG, der dürfte das Fünffache mindestens an Seiten haben. Also 500 Seiten roundabout. Das würde ich mal so Pi mal Daumen schätzen. Aber nach der jetzigen Reform wird der noch länger werden. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn das ist kein Neustart. Das ist mehr eine Verkomplizierung und das heißt immer mehr Text. Das heißt, Sie halten nichts von dem EEG-Reformgesetz? Das ist viel zu wenig, das muss man sagen. Also Sie hätten es gleich in den Mülleimer geworfen, wenn ich das mal so brutal einfach ausdrücke. Um das mal ganz plastisch zu sagen, Neustart heißt, wir müssten eigentlich Tabula Rasa machen jetzt. Also wirklich mal Clean Sheet, wie die Amerikaner sagen würden. Also nochmal überlegen, was wollen wir hier eigentlich erreichen und wie können wir das am besten erreichen. Und jetzt sehen wir immer so ein bisschen diesen Feuerwehransatz, so ein bisschen wie der Flughafen vielleicht. Da taucht ein Problem haben sich, auf. Haben Sie sich damit auch schon beschäftigt? Gott sei, Gott sei Dank noch nicht, muss ich sagen. Also Gott sei Dank noch nicht. Aber reden wir nachher nochmal drüber, was Sie darüber denken. So okay, also es reicht ja, wenn man sich um eine Katastrophe kümmert momentan. Ja. Und im EEG haben wir diesen Feuerwehransatz. Was meine ich damit? Irgendwo sehen wir immer, es brennt, dann löschen wir es ganz schnell. Aber die Ursachen, die bekämpfen wir gar nicht richtig dessen, was da falsch läuft. Und da läuft nämlich einiges fundamental falsch, obwohl die Ziele ja eigentlich ganz gute sind. Ja, aber der Weg ist der falsche. Ich meine, da komme ich nie zum Ziel, wenn ich den falschen Weg gehe. Haben wir alle mal gelernt, wenn wir Pfadfinder waren früher. Aber Sie sind noch zu jung. Da gab es wahrscheinlich Pfadfinder nicht mehr. Das ist richtig. Also persönlich war ich nicht bei den Pfadfindern. Aber ich habe auf andere Weise habe ich es dann doch gelernt. Also man kann ja sagen, Klimaschutz, das ist, da wird ja niemand sagen, das wollen, also ganz wenige werden sagen, das wollen wir nicht. Die meisten würden ja sagen, Klimaschutz ist eine wichtige Sache. Für unsere Kinder und Enkel, den wollen wir, sind wir alle dafür. Einen vernünftigen Planeten erhalten. Und da würde keiner sagen, ich will keinen Klimaschutz. Wäre schon so verrückt. Also natürlich wollen wir Klimaschutz. Aber die Frage ist ja, wie können wir das denn erreichen, Klimaschutz? Und das ist das ganz, ganz Tragische am EEG. Das verstehen die meisten auch nicht oder denken nicht drüber nach, dass das EEG ganz irrsinnigerweise nichts zum Klimaschutz beiträgt. Das hört sich völlig paradox an. Weil wir sehen, überall stehen ja Windräder und überall stehen Solarzellen. Und dann würde man ja denken, da muss doch irgendwie was zum Klimaschutz bei rauskommen. Aber wir haben da so eine ganz seltsame Systematik, dass eben wir zwar erneuerbare Energien ausbauen, aber gleichzeitig andere Mechanismen haben, wie diesen europäischen Emissionshandel, der eben sagt, nach oben hin haben wir ohnehin einen Deckel drauf, was an CO2 in Europa ausgestoßen werden darf.
Ja, und jeder, der das tun will, der muss erstmal so ein Zertifikat sich besorgen, dass er überhaupt CO2 ausstoßen darf bei der Stromerzeugung, bei der Stahlerzeugung. Aber ich höre, das nimmt ständig zu. Ja, das ist das Paradoxe. Decke. Das heißt, es kocht über, oder nicht? In Gesamteuropa nicht. Ja. In Gesamteuropa nimmt der CO2-Ausstoß ab. Das ist vorgeschrieben, jedes Jahr um 1,74%. Das schaffen wir auch. Nur in Deutschland nimmt er zu. In Deutschland nimmt seit 2009. Wie geht das denn? Ja, das ist ein ganz seltsamer Mechanismus. Das ist so. Also, wir bauen jetzt. Das ist ganz einfach erklärt. Ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Also, wir bauen erneuerbare Energien aus. Das heißt also, die Stromerzeuger brauchen weniger von den Zertifikaten, um CO2 in die Luft zu pulvern, weil die ja weniger Gas und Kohle verstromen. Das heißt, diese Zertifikate sagen, die brauchen wir nicht mehr, die verkaufen wir jetzt. Was sollen wir damit? Dann kauft die vielleicht irgendeinen Stahlerzeuger oder einen Zementproduzenten. Und der produziert jetzt diese Menge zusätzlich. Der kann jetzt die produzieren, die also der Stromerzeuger nicht produziert. Die wir eigentlich gespart hätten. Genau. Das heißt, pustet er jetzt zusätzlich in die Luft. Völlig richtig. Wir verlagern also nur den CO2-Ausstoß. Wir reduzieren ihn nicht, wir verlagern ihn. Und bekloppt. Das Perverse ist ja, ist bekloppt, ne? Dadurch, das ist bekloppt. Das Perverse ist, dass wir jetzt so viel erneuerbare Energien produzieren, macht auch noch diese Zertifikate so billig, weil es jetzt plötzlich jede Menge CO2-Zertifikate im Markt gibt. Und dann sagen die Zementerzeuger, das ist ja super billig, der CO2-Ausstoß. Dann können wir uns ein paar mehr kaufen. Ja, und die sind so billig geworden, dass in Deutschland tatsächlich, wir wissen das ja, die Braunkohleverstromung noch zugenommen hat und auch der CO2-Ausstoß in der Zement- und in der Stahlproduktion so weiter zunimmt. Und dafür können wir von Glück sagen, dass in Belgien und an anderen Orten der CO2-Ausstoß zurückgeht. Tatsächlich. Aber in Deutschland nimmt dazu, das heißt, wir pulvern momentan 20 Milliarden ins EEG. Und was kriegen wir dafür? Tolle Windräder, tolle Solaranlagen, aber keinen sinkenden CO2-Ausstoß. Und das ist natürlich. Der Klimaschutz, fällt hinten runter. Das heißt, ja, aber das muss doch jemand mal in der Politik erkannt haben. Das ist nicht ein Erkenntnisproblem. Ja, das wissen die auch in der Politik. Das ist eher ein Problem, dass man sich gegen diese ganzen Partikularinteressen nicht mehr durchsetzen kann. Wir wissen ja, die letzte Steinkohle, subventionsfreie Steinkohle, wurde in Deutschland, glaube ich, 1964, also vor 50 Jahren, produziert. Nach über 50 Jahren ist es uns immer noch nicht gelungen, da endgültig auszusteigen aus dieser Subventionsmaschine. Obwohl sie vor 50 Jahren schon abgeschafft wurde. Da hatten wir noch subventionsfreie Steinkohle. Wir sind hier nicht im politischen Kabarett. Aber das ist aber tatsächlich, und jetzt haben wir, da sind so viele Leute, die davon profitieren von diesem EEG. Das sehen wir ja, die bayerischen Landwirte, ja, die haben da ihre, oder auch Solarwirte, wie sie mittlerweile heißen. Ja, oder die ganzen Küstenländer, die sagen, oder auch Brandenburg, muss man sagen, wir profitieren unheimlich von der Windverstromung hier, das spült Geld ins Land, das zahlen andere Zuschüsse Bundes. Gibt. Ja, das ist eine Umverteilungsmaschinerie mittlerweile, gigantischen Ausmaßes geworden. Ja, allein nach Bayern fließen netto im Jahr über 1 Milliarde Euro, ja, für sozusagen aus dem EEG. Da kann man sagen, das ist natürlich, kann man verstehen, warum das sich in Bayern, sich die Politik sehr, sehr schwer tut, zu sagen, wir wollen eine Reform. Die sagen, das ist doch toll. Ja, endlich fließt mal Geld nach Bayern. Wo ist die Bürgerbewegung dagegen? Ja, vereinzelt gibt es sie. Vereinzelt gibt es sie. Aber die meisten, lange war es natürlich so, dass der Bürger das nicht richtig gespürt hat. Kann man sagen, bis 2009, da hatten wir eine EEG-Umlage von 1,16 Cent oder sowas. Ja, da haben die Bürger, da war das tatsächlich der berühmte Cappuccino, von dem her, der Trittima gesprochen hat. Ja, gesagt, komm, das ist die Umlage, die wir als Bürger zahlen müssen für erneuerbare Energie, die auf die Stromrechnung drauf genau. Hat keiner gemerkt. Solange das 1 Cent ist. Ja, genau, vergiss es. Ja, komm, deswegen mache ich eine Demo hier in Berlin wegen 1 Cent. Ja. Ja, und jetzt sind es natürlich 6,24 Cent und jetzt merkt man natürlich, die Leute werden doch ein bisschen nervös, auch weil sie wissen, geht nicht nur um mein Geld, sondern möglicherweise auch um meinen Arbeitsplatz. Ja, wenn denn hier Industrie möglicherweise abwandert aus Deutschland, dann ist es ja nicht damit getan, dass ich eine höhere Stromrechnung habe, sondern möglicherweise sind Arbeitsplätze in Gefahr und jetzt werden die Leute doch nervös. Und man sieht ja auch, die Politik hat das erkannt, wir müssen da was tun, um die Kosten in den Griff zu kriegen. Aber jetzt fehlt ihnen die Kraft, sich in diesem föderalen System durchzusetzen. Ja, wir brauchen einen Neustart. Haben Sie denn mal mit dem Energieminister gesprochen? Der heißt Sigmar Gabriel. Mit dem haben wir gesprochen. Das ist. Versteht er das? Das versteht er. Das versteht er. Aber der hat ja auch, muss man sagen, das ist ja der Erste, der tatsächlich mal versucht, eine ernsthafte EEG-Reform zu machen. Das muss man ja immerhin mal konzidieren. Ja, aber man sieht auch. Betonung liegt aber auch versucht. Versucht, ja. Aber Versuch misslungen. Selbst der Sigmar Gabriel, der jetzt nicht an
politischer Durchsetzungskraft sonst gerade, dem das dann nicht mangelt, dem fällt das sehr schwer, sich da durchzusetzen. Wir sehen ja in diesem EEG-Gesetzesnovelle 120 Eingaben gab es von den Bundesländern, die noch irgendwas ändern wollten, weil jeder sagt, meine Biomasseanlage hier, da will ich noch was haben und ich will hier noch einen Zuschuss für dies haben und die Kraft-Wärme-Kopplung, ich weiß nicht, und das Unternehmen muss noch ausgenommen werden wiederum und so. Das ist, mittlerweile geht es nur noch um die Verteilung. Wer schneidet sich welchen Teil vom Kuchen ab und Klimaschutz, ich glaube, die meisten, denen ist das schon gar nicht mehr bewusst. Sie sind doch als Stiftung Marktwirtschaft da ein großer Mahner. Ich meine, Stiftung Marktwirtschaft, ja, da steckt Ludwig Ehr dahinter. Ja, aber irgendwie muss doch Verständnis dafür geweckt werden in der Politik, dass sie sagen, pass auf, was wir hier gemacht haben letzte Woche, er steht ja auch in allen Zeitungen, jeder Bürger kann es ja nachlesen. Alle finden diesen großen Mist. Trotzdem haben sie es beschlossen. Ja. Trotzdem haben sie es beschlossen. Da sind sie fast sprachlos. Ne? Da bin ich sprachlos, weil natürlich würde man denken, eine große Koalition. Mhm. Wann sind die Gelegenheiten denn besser, eine ernsthafte Reform zu machen, als in einer großen Koalition, die, ich weiß nicht, 80% der Stimme im Bundestag oder sowas auf sich vereint? Nie sind sie besser. Und wenn man jetzt sagt, wir machen erstmal eine kleine Reform, um dann 2017 eine große Reform zu machen, so ist das ja angelegt. Also, wie will man halbes das Jahr den Bürgern vor der Bundestagswahl erklären? Machen wir eine EEG-Reform, das glauben die auch selber nicht. Ja, das werden die nie im Leben machen. Da werden die sagen, das machen wir dann nach der Bundestagswahl, genau wie sie es jetzt auch gesagt haben. Und dann wird die nicht kommen, wenn nicht der Druck aus Brüssel wieder, wenn da erhöht wird, wenn die nicht den Druck im Kessel machen, dann findet die deutsche Regierung nicht die Kraft, eine Reform zu machen. Ich nicht verstehe als Bürger und Sie wahrscheinlich als Professor auch nicht, ich vermute das mal, aber ich bin gespannt auf Ihre Antwort, ist, dass trotz massivster Kritik von allen Medien, und Kritik von den Wissenschaftlern, zu denen Sie ja gehören, und von allen Institutionen gegen diese Reform, die letzte Woche beschlossen wurde, dass sie eben doch beschlossen wurde. Darüber sprechen wir nach der Pause weiter. Und bis dahin haben Sie Zeit und Gelegenheit, sich eine gute Antwort zu überlegen. Ich spreche mit Justus Haukamp, Professor an der Universität in Münster. Düsseldorf. In Düsseldorf. Auch aber Mitglied in der Stiftung Marktwirtschaft, die ihren Sitz hier in Berlin hat, nämlich am Gendarmenmarkt. Wir sprechen unter anderem über diese Broschüre Neustart in der Energiepolitik jetzt. Denn das EEG, das gerade vor ein paar Tagen beschlossen wurde, halten Sie einfach für großen Mist. So kann man das einfach zusammenfassen. Bis nach der Pause.